Nach dem zuletzt erfolgreichen Verlauf der DFB-Junior-Coach-Ausbildung an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule wurden aktuell an der Auenlandschule in Bad Bramstedt 11 Schülerinnen und Schüler zu DFB-Junior-Coaches von November bis März ausgebildet. Die fußballbegeisterten Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren wurden in einer 40-stündigen Schulung zum DFB-Junior-Coach ausgebildet. Die Jugendlichen können im Anschluss somit frühzeitig Trainererfahrung sammeln und Kindern den Spaß am Fußball vermitteln. Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hat ein Programm oder einen Vorschlag aufgegriffen vom DFB. Und der DFB hat diese Ausbildung ins Leben gerufen, um damit auch junge Schüler im Grunde genommen auch an die Trainerausbildung heranzuführen. Ja, wir verfolgen die Zielsetzung, dass wir aufgrund der starken Belastungen von Übungsleitern oder auch Eltern die Lücken schließen müssen. Wir haben einen wahnsinnigen Zulauf bei unseren Übungsgruppen. Wir reden davon, dass wir in der kommenden Saison zum Beispiel im Alter der F-Junioren über 50 Kinder haben. Hier müssen wir schauen, dass wir verantwortungsvolle Übungsleiter finden, und das versprechen wir uns mit diesem Programm zu erreichen. Ich bin Jessica Koop, ich bin 15 Jahre alt und ich habe hier schon Fußball gespielt und ich habe vor kurzem aufgehört, und dadurch, dass ich aufgehört habe, habe ich wieder den Ansporn bekommen, Fußball zu spielen. Und denn, da ich auch gerne was mit Kindern mache, dachte ich mir, gehe ich hier hin. Unterstützt wird die Ausbildung in Bad Bramstedt finanziell von Gudruns Kinderstiftung und materiell bzw. personell von der Fußballabteilung des Bramstedter TS.